Hi, wir haben ja in der letzten Folge eine BGA gebaut. Diese da drüben. Wir bekommen hier mit Runde. Ich habe es rausgefunden. Es kommt, geht zur Einnahmen der Ernte nicht dazu, sondern verkaufte Produkte zählt es dazu. Und ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ja, was ich sagen wollte noch, falls ihr öfters mal wollt, dass ich Schwäbisch schwätze, dann so schreibt es bitte in die Kommentare. Mir hat das Spaß gemacht. Mir ist es persönlich egal, ob ich Schwäbisch oder Hochdeutsch spreche. Für mich ist es einfacher eigentlich das Schwäbische. Der Schwäbische Dialekt, sagen wir es so. Was ist in der letzten Folge und zwischen der letzten Folge und dieser Folge passiert? Es ist Folgendes passiert. Ich habe ein paar Missionen eingenommen. Das hat uns insgesamt Runde 4 20.000 Euro schon mal eingebracht. Es waren hauptsächlich Robo-Aufträge. Also es waren hauptsächlich Robo-Aufträge. Und einmal ein Mähdrescher oder halt, ja, Getreideernte war einmal noch mit dabei. Aber, wie gesagt, getan, der John Deere ist noch im Lohnauftrag auf dem Feld 220. Er hat noch ein bisschen zu tun. Wir haben mittlerweile in unserem Mähdrescher GPS. Es macht einfach mehr Spaß mit GPS zum Spielen statt ohne. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich werde jetzt unsere Gerste dreschen. Ich würde das Stroh behalten und werde dieses mal verkaufen. Und ja, wir werden uns dann wieder sehen, wenn wir die Gerste abgeerntet haben, den Hafer abgeerntet haben und die Sojabohnen, dann ist es für euch ein kurz langweiliger. Es wird dafür diesmal ein bisschen eine längere Folge, aber ja. In dem Fall, bis gleich, ich werde jetzt wieder die Zeit schneller laufen lassen und ja, in dem Fall, bis gleich.
look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'm a grabbing ass if you want it. Best you ever had, give it to you. You out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel all that I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. Thank you.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a warning, I'ma leave without giving a, giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy, happy tonight. Happy tonight. Happy tonight. So, das sind wir auch schon wieder. Ich habe mal Shit. Und das sind wir auch schon wieder. Wir haben ja jetzt unser Weizen und unser Hafer gedroschen, unsere Sojabohnen. Ich habe mal zwischendurch, aber ich weiß noch nicht, ob ich das ins Video reingemacht habe oder nicht. Ich habe nebenbei noch Aufträge eingenommen und getroschen und gegrobert. Und zumindest die Helfer haben dies gemacht. Und wir haben eine Runde, das war noch, das müsste dabei sein. Also der Juni müsste dabei sein. Juli weiß ich momentan nicht. Mal egal. Auf jeden Fall, wir haben hier 32.000 Euro, 57.000 Euro und 51.000 nur durch Aufträge erledigt bekommen. Das ist relativ sehr viel Geld. Und somit haben wir nur noch einen Schuldenstand von 280.000 Euro. Wir haben jetzt Runde 25.000 Euro Liter Sojabohnen geerntet. Wir haben insgesamt 14.000 Liter Hafer getroschen, 24.000 Liter Gerste und der Weizen ist der Rest, sind die Reste von den Aufträgen jedes Mal. So, ja. Wie geht es weiter für mich? Ich werde jetzt in der nächsten Folge werden wir unser Stroh aufsammeln. Wir werden außerdem Stroh aufsammeln. Wir werden dieser Feldweg hier wegackern, dieser. Somit bekommen wir statt 5 Felder nur noch 2 Felder, aber größere Felder dafür. Das reicht. Was möchte ich denn dann ansehen hier? Hier möchte ich Gras ansehen. Oder hier, weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht ganz genau. Danach Mais und auf den anderen 2 Felder einfach irgendwas.
Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge werde ich mal noch zwei Ernteaufträge annehmen. Also einen habe ich schon angenommen, einen muss ich noch annehmen, werde dies noch machen. Bringt einigermaßen sehr viel Geld. Und ich werde nebenbei hier noch die zwei Felder noch grubbern lassen per Helfer. Und ist es nicht so langweilig. Es zieht sich da nicht so in die Länge. Ach so, was ich noch sagen wollte, ich habe mal noch, während die Helfer getroschen und gegrubbert haben, also die Helfer, habe ich noch Siloballen gemacht, denn wir haben keine Siloballen mehr für die BGA. Und apropos BGA, das geht in verkaufte Produkte, glaube ich. Produkte, doch verkaufte Produkte. Und das sind, wenn man die BGA richtig benutzt und richtig ordentlich füttert mit Silage und sonst andere Sachen, kann man relativ gut Geld verdienen. Habe ich jetzt raus festgestellt. Und das ist auch gut so. Ja, wie gesagt, ihr wisst, was ich in der nächsten Folge eingehen werde, was ich zwischen den Folgen noch machen werde. Und in dem Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.